Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Mechabellum. Lord Kleinkarier ist heute unser Gegner. War gestern ein bisschen am Streamen. Da ich da ein bisschen MA verloren. Aber nee, alles noch gut. Knapp 1900, das passt schon. Da sehe ich mich auch ungefähr. Ich denke, dieses Wochenende werde ich nicht streamen, aber vielleicht nächstes Samstag wieder in den Tournaments. Da habe ich ein bisschen Zeit vermutlich. Und da mal gucken. Kennt der Lord schon die Panzer? Natürlich kennt er sie. Die Frage ist nur, wie kommt er damit klar? Oh ja. Das werden wir mal testen. Ich gehe nicht für die ganz exzentrischen Dinge. Okay, wir können schon mal hier einstellen. Ist die Frage, pusht er damit? Vermutlich, ne? Aber wir machen erstmal 4 Panzer. Das kann so falsch nicht sein. Ich denke, ich sollte... Ehrlicherweise, ich könnte sogar die Crawler von ganz hinten kommen lassen. Trotz der Marksman. Ich mach's mal so. Ich glaube, es hat beide seinen Vor- und Nachteil. Wir machen es einfach mal so und gucken, was passiert. Er spielt es defensiv. Wobei, es hat noch nicht viel zu bedeuten. Erstmal ja, aber hat noch nicht so viel zu bedeuten. Macht es einseitig? Ja, das macht Sinn. Vermutlich. Gucken, wo der dritte Marksman hinkommt. Der kommt auf die andere Seite. Okay. Die splitten jetzt hier auf die Marksman. Die müssten die Panzer überholen rechtzeitig. Das heißt... Der schafft es vielleicht auch direkt auf Panzer zu schießen. Der Rest müsste erstmal abgelenkt sein. Das ist sehr gut für mich. Noch auf jeden Fall klar vorne. Die werden es nicht rechtzeitig schaffen. Aber damit habe ich ja auch gegambelt. Also habe ich in Kauf genommen. Ich meine, jetzt verliere ich einen Panzer dadurch. Aber jetzt sind sie vorne. Und die schießen hier teilweise noch auf den einen Sledgehammer. Und dadurch kommen die Crawler besser ran. Also ich überrenne jetzt hier komplett. Aber es war auch klar in der Runde eigentlich. Okay, Crawler haben keinen Bock hier zu fighten. Die holen lieber einen Tower. Hätte wahrscheinlich weniger verloren, wenn sie hier den Marksman getankt hätten. Aber hey, passt schon. Das geht auch schlimmer. Ich verliere dadurch schon Schaden, ne, aber... Ich überlege halt gerade, will er jetzt R spielen? Ich glaube nicht. Er könnte es aber machen. Ich glaube, sie einfach mehr Panzer zu spielen ist zu greedy. Das machen wir nicht. Wir machen das nicht. Wir werden hier nochmal einmal Crawler, damit die Marksmen hier auch getankt werden. Und dann holen wir uns aber hier drüben auch einen Kollegen. Ah, vielleicht lieber nicht zu weit vorne, weil sonst kann ich den Satelliten setzen. Er setzt hier, genau, dann wäre schon tot gewesen quasi. Holt sich einen Vulcan. Er spielt aber komplett Standard. So, es stirbt bei ihm alles, bis auf der Vulcan vermutlich, befürchtungsweise. Wenn man Marksman leveln, wenn ich ihn töten würde, den Panzer, und der Marksman durchlevelt, wäre sehr huge. Muss mal gucken, der Marksman durchlevelt, was immer ich gesagt habe. Also, wenn der Vulcan stirbt, man Marksman durchlevelt. Das wollte ich sagen. Ich weiß gerade gar nicht, was ich gesagt habe. Wird aber ganz schön knapp hier von der Zeit her. Ja. Ist er gleich drauf? Er ist noch nicht drauf. Okay, der Marksman drüben kann auch gerne leveln. Okay, zumindest gewinne ich die Runde noch. Er hat ihn gekriegt.
Unser-Leveln teilweise auch, okay. Das sind auf jeden Fall die Sabertooths. Ja. Keine Frage an der Stelle. Ich glaube, den stelle ich hier einfach davor. Kann ich alle Level mitnehmen? Ich denke, das kann ich schon machen. So, die Frage ist halt, will ich jetzt erstmal ein bisschen. Ich glaube, ich edit jetzt erstmal was, dass er mir nicht einfach wieder alles wegmisseln kann. Jetzt mache ich den doch hier außen hin. In der Mitte wäre er schon eigentlich gut. Oder plumpe ich hier einfach ein bisschen? Die sind eigentlich langsam, eigentlich müssen hier vorne. Eigentlich müssen die eher nach vorne. Hallo? Und manchmal macht mich das echt wahnsinnig, das Spiel. Wenn die Einheit nicht anklicken kann. Hat leider eine sehr gute Kombination jetzt hier. Die Sledgehammer, die Sabertooths waren für ihn auch sehr gut. Wäre schön, wenn ich den gekillt hätte. Klappt, okay, klappt sogar. Der Double Shot, ja, dann nicht. Aber der Marks, wenn wir mit drauf, das war nicht jetzt übel für mich. Okay, hier drüben gewinne ich. Hier sieht es eher schwierig aus, wobei, mal gucken. Hier geht es auch noch down auf jeden Fall. Okay, ich gewinne das sogar. Ich habe ja auch Sabertooth dabei gehabt. So ist ja nicht. Schon okay. Es könnte schlimmer sein. Kurz mal überlegen, ob ich die Extended Range Marksman mitnehme. Ich glaube, die sind sogar eigentlich ganz gut für mich. Das ist leider extrem stark für ihn. Wenn ich denen jetzt hier einfach das Damage Upgrade gebe, zahle ich für die Runde 300 mit Upgrade. Mit dem Upgrade meine ich 700. Kann ich das so bringen? Oder habe ich dann zu wenig Chaff Clear? Ich glaube, das kann ich bringen. Es kostet mich halt. Nee, ich glaube, auf Dauer ist das nicht gut. Ich denke halt, über Regeneration kann ich das hier nicht reißen. Ich muss jetzt aber Damage springen. Ich habe die falschen Panzer gekauft. Werden noch mal mehr Schaff durch die Mitte, denke ich. Und geben mal, ich glaube, dem Panzer, der ist am weitesten hinten, noch mal das Modul. Weil die 40% machen halt bei denen wenig Sinn, weil die ja schon 100% haben. Boah, es wäre halt echt uncool. Okay, geht auf den richtigen, sehr schön. Das heißt, die one-shotten sich jetzt gegenseitig auch. Perfekto. War sogar sehr wertvoll, weil er halt dann nur zwei Schüsse gebraucht hat für den gegnerischen Sabertooth. Er geht hier auf die Air Units. Kann er machen. Ist aber gar nicht mal so gut, glaube ich, ehrlich gesagt. Ist okay für mich. So. Werde es vermutlich aber auch auf Wespen gehen. Ah,
Das wird es knapp, ne? Ne, ich brauche einen Schuss zu viel. Scheiße. Ich muss auch Wespen spielen. Ich brauche Anti-Air. Oder das Beste wäre Farseer. Ich bräuchte jetzt einfach einen Farseer Union Drop, bitte. Farseer, bitte. Jetzt. Das sind keine Farseer. Ich glaube, ich gehe mit dem Speed. Und die Frage ist natürlich, was ich Anti-Air-mäßiges machen werde jetzt so. Möglichkeit 1 ist, ich gehe Wespen, was halt auch sehr teuer ist. Ich würde aber eigentlich auch super gerne einfach das hier ausgeben. Die Frage ist, ob das so schlau ist. Könnte sein. Wir werden es sehen. So. Ich glaube, wenn ich das mache, muss ich auf jeden Fall mehr Crawler adden, die früher reinkommen. Wobei ich überhole die Fangs ja auch tendenziell. Ich kann einfach Fangs da vorstellen. Lass mich kurz überlegen. Spiel. Lass mich doch nicht so. Nicht piepen. Nee, da dürfen sie nicht hin, müssen hier irgendwie hin oder so. Ja, das ist ganz gut. Ich noch eins nach draußen. Oh, nein, die sind zu weit hinten, das ist kacke. Das ist okay. Gut, dann kann ich jetzt nächste Runde voll committen in Anti-Air-Wespen, wenn ich es machen möchte. Ich habe die Hoffnung, dass ein paar meiner Fangs überleben, aber vielleicht habe ich da auch... Nee, ich glaube eher nicht. Nee. Die sterben alle, vermutlich. Aber im Boden überrenne ich ihn halt komplett jetzt, ne? Das Problem ist, seine Wespen leveln zu stark. Vielleicht hätte ich ja früher jetzt drauf reagieren müssen mit Anti-Air-Wespen. Vielleicht war es zu greedy von mir. Habe ich noch Fangs irgendwo? Ne, sind alle gestorben, ne? Doch. Ne. Nur noch die zwei Marksmen. Habe ich Quickshot drauf? Habe ich nicht drauf, leider. Okay. Gut, die haben jetzt alle gelevelt, die Wespen. Ist in Ordnung. Aber jetzt sterben sie alle dafür. Weil sie so dreist waren. Ich muss mir das einreden einfach, ne? Das geht nicht anders. Die Overlords wären eine Option. Die aber gegen die Wespen verliert. Wahrscheinlich sollte ich den nehmen und ihn verkaufen. Das sind 500, das hier sind 600. Was brauche ich in die Runde? Ich habe 300 hierfür, habe ich noch 900. Ich brauche für zwei Upgrades. Was kosten die Upgrades? Ich bin mir gar nicht sicher. 5, 7, 1100. Ich brauche eigentlich alles Geld, was ich kriegen kann, die Runde. Ich habe das mal durchgerechnet. Vielleicht ist es sogar eine Kreditrunde. Reichweite, Anti-Air. Ja, ich denke, so spiele ich das Waffen. Wie schnell sind denn die? Sind gar nicht so viel langsamer. Dann machen wir nochmal einen mehr davon. Ich glaube, ich gehe auf den Kredit, wie gesagt. Oder wenn ich es nicht gesagt habe, dann sage ich es jetzt so. Das ist einfach eine sehr wichtige Runde. Marksman-Level wäre auch schön gewesen, aber nicht ganz so wichtig. Genau, jetzt hat er zwar mehr Level, aber ich habe dafür Anti-Air. Das heißt, er schießt die ganze Zeit auf meinen Tanks rum. Okay, er verbrennt aber mein Schaft. Das hilft jetzt nicht unbedingt. Meine Wespen stehen zu weit vorne. Was auch tatsächlich ein Problem sein könnte. Wir gucken mal. Ja, meine Wespen sterben einfach alle. Scheiße. Ja, weil ich keinen Schaft mehr habe. Ja, das ist kacke. Ja, gut, das habe ich verloren. Das sieht nicht gut aus.
Aber zu brutal, dass er meinen Schaff einfach verbrennt. Das ist halt die Dummheit des Feuers einfach. Das ist einfach total dumm. Feuer ist einfach dumm. Ein dummer Skill it is. Und das sage ich als Feuerliebhaber mit Fug und Recht. Die haben natürlich jetzt alle nicht gelevelt, was super schlimm ist für mich. Er hat auch noch Elite drauf. Furchtbares Game für mich. Leider, leider nicht gut. Ich könnte überlegen, aus denen rauszuverkaufen, aber jetzt gerade habe ich eh. Schon erwähnt, wie dumm das hier einfach ist. So dumm. Dieses Feuer! Das kann ich irgendwie ausgeben. Das Item auf dem Wespen lohnt sich gar nicht so sehr. Es ist halt immer halt auch an die ER, es war klar. Aber halt kaum noch Wespen, ne? Ein paar habe ich noch, aber die haben alle keinen Buff gehabt. Okay, deswegen waren die auch noch im Leben. Ich habe noch, aber Marksman habe ich noch zwei Stück, aber gleich nur einen, weil der verbrennt. Weil Feuer einfach busted und broke und dumm ist. Ah, verbrennt doch nicht. Aber jetzt stirbt er. Weil ich gewinne die Runde. Meine Runde. Okay. Also der Storm hat mich jetzt eine Runde gecarried, aber ich gewinne vielleicht doch, ich gewinne. Hab noch genug Marks, genug Panzer, aber die Wespen von ihm leveln halt ohne Ende und das ist halt ein Riesenproblem für mich. Meine leveln nur ganz, 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 ganz langsam. Leben haben denn seine Wespen überhaupt? Ich krieg sie noch down. Er kann sie schützen, indem er Schilde ausgibt. Das ist unerlässlich. Das ist unerlässlich. Wenn er das, ich überlege, ob ich es ausgebe, auch wenn es sich fast gar nicht lohnt für mich. Ich mache es einfach. Wird schwierig. Das wird schwierig hier. Er hat Improved Wasps auch noch, das habe ich gar nicht mitbekommen, ich Idiot. Dafür habe ich es komplett verdient zu verlieren, weil ich es gar nicht mitbekommen habe, dass er Improved Wasps hat. Das erklärt natürlich auch extrem nochmal mehr, warum meine Viecher so abstinken. Jetzt habe ich zumindest beide Debuffs. Die Seitencrawler waren sehr hilfreich hier. Die Frage ist, reicht's? Reicht. Okay, zum Gewinnen der Runde zumindest. Aber er hat improved. Ich bin so dumm, ey. Das hätte man vielleicht mal checken müssen. Vielleicht kommt noch ein Unit-Drop, der mich weiterbringt. Ja, in der Tat. Der bringt mich weiter. Die für eine Reichweite 130. Also ich muss auf jeden Fall Range drücken. Anti-Missile lohnt sich gar nicht, glaube ich, auf denen.
Kredit auf jeden Fall. Speed auf jeden Fall. Der Damage lohnt sich halt fast gar nicht für mich. Ihr Schild ist gut. Ja, Kacke. Hat er nie gesetzt, die Schild. Wieso macht das jetzt? Weil er Angst hat vor Öl oder was wahrscheinlich. Hoff's nicht. So. Ich kann mir vorstellen, dass die Farce jetzt aber helfen auf jeden Fall. Mal gucken. Also helfen tun sie in jedem Fall, wie gut ist halt die Frage. Das Feuer ist halt einfach so dumm. Ein Tod, oder? Quasi. Ah. Sterbe ich? Noch nicht ganz, glaube ich, ne? Oh doch, es reicht wahrscheinlich. Ne, doch, okay. Ja, keine Ahnung. Also das war jetzt natürlich auch Kacke von mir, dass ich das mit dem Proof Bars übersehen habe. Aber ich hätte auch nicht auf Bodeneinheiten gehen können. Es war klar, er hatte quasi mit dem Proof Bars das Spiel gewonnen gehabt. Vielleicht hätte ich dann auf Overlords gehen müssen. Aber ich kann halt gegen den Quatsch hier kann man halt keine Mustangs mehr spielen. Geht halt einfach nicht. Da ist einfach zu viel Feuer am Start. Und dass man die mit Raketenabwehr die Feuerraketen abfangen kann, halte ich auch für ein Gerücht. Naja, wie auch sei, ich sage danke fürs Zuschauen, gerne abo lassen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.